Was für ein, im wahrsten Sinne des Wortes, tierischer Skandal. Mit einer neuen Folge Versteckte Kamera wollte das ZDF wohl gegen den Start vom Supertalent auf RTL anstinken und ging dabei offensichtlich etwas zu weit. Normalerweise werden in der Unterhaltungssendung Promis reingelegt. Doch nun wurden erstmals Clips gezeigt, in denen statt der Promis Hunde veräppelt wurden. Auch Hundetrainer Martin Rütter war Gast in der Show und wir wissen, wenn es um das Wohlergehen der Vierbeiner geht, kämpft der Hundeprofi stets an vorderster Front. Nicht umsonst wird er auch der Anwalt der Hunde genannt. Den Hundeprank im ZDF fand der 48-Jährige dementsprechend alles andere als lustig und äußerte sich jetzt auch in einem Video auf Facebook dazu. Genau das habe ich bei der Aufzeichnung im Theater am Marientor vor 800 Menschen auch gesagt. Und was macht das liebe ZDF? Schnipp, schnapp, kurz geschnibbelt mein Statement, so dass es so wirkt, als hätte ich den Film noch lustig gefunden. Das haben mir die Leute vom ZDF vor Ort schon angekündigt und haben gesagt, pass mal auf, Rütter, das ist hier eine Unterhaltungssendung, da ist die Stimmung aber direkt im Arsch. Und so wurde der Hundeprofi am Ende tatsächlich einfach eingekürzt. Gegenüber der Bild äußerte sich inzwischen auch das ZDF zu den Vorwürfen der Tierquälerei und erklärte, der Film für die versteckte Kamera wurde sowohl im Vorfeld als auch während des Drehs von Tiertrainern begleitet. Diese haben zu keinem Zeitpunkt Bedenken geäußert. Die über 500.000 Facebook-Fans, die Hundeprofi Martin Rütter auf der Social-Media-Plattform hat, sind sich dagegen einig und schreiben unter anderem: Hut ab, danke für dein Statement, auch im Namen der Vierbeiner, denen so etwas in Zukunft hoffentlich erspart bleibt.